wenn du auf dem Bahnhof bist, dann bist du immer noch schnell an den Brunnen her, weil das Wasser funktioniert. Sobald du mit Kind vorbeigelaufen bist, irgendjemand hat immer mit dem Wasser gespielt oder dich gespritzt oder angespritzt. Also, man darf die Brunnen nicht entfernen und man muss die unbedingt weiterbehalten. Im Moment ist es mir darum gegangen, herauszufinden, in der Gemeinde, bei der Bevölkerung, was die Brunnen früher für eine Bedeutung hatten, was sie heute für einen Stellenwert haben und wie das auch von den alten Leuten oder von den älteren Leuten wahrgenommen ist. Für das hatte ich zwei Frauen zur Hilfe von der Gemeinde Isentis, die mir geholfen haben, die richtigen Leute zu finden, wo wir nachher Interviews machen konnten und die Fragen stellen, die ich vorher konzipiert habe. Und es ist dort immer darum gegangen, was die Bedeutung war für ihre Brunnen, also für die Brunnen, die sie daran gelebt haben, was das für ein Verhältnis hatte in der Familie, ob sie immer noch dort leben und ob es da Veränderungen gegeben hat im Verlauf der letzten 50, 60 Jahre. Und das habe ich jetzt da in einer Installation zusammengefasst. Ich bin an und für sich grundsätzlich komme ich von der Skulptur her. Und darum ist es mir auch wichtig, dass die Kultur, der Ton, wie ein gleichwertiges Gefäß bilden und eine Einheit am Schluss. Was man jetzt hier sieht, ist auch ein Brunnen, der ja nicht mehr läuft, der seit 1900, jetzt nicht genau, 1952, glaube ich, kein Wasser mehr hat und nicht gebraucht worden ist, weil immer mehr Kinder kamen und diese mit Schienen immer nass waren und das hat man mit Schienen nicht so gerne in der Schulstube. Und darum hat man den Brunnen trockengelegt und hat das da weiter gebraucht, jetzt sehr wahrscheinlich mehr als Sitzgelegenheit. Als ich an diesem Brunnen am Arbeiten war, am Ort, haben sie irgendwie gefunden, das wäre doch schade, dass jetzt da das wirklich kein Wasser hat. Und vielleicht ist jetzt ja eigentlich der Brunnen wie ein Initiator, damit vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder dort ein bisschen Wasser auf dem Areal wäre, in der Form eines Brunnen. Das wäre ja eigentlich eine sehr schöne Geschichte, die ich auslösen konnte. Und dann haben wir auch Schafe, die ich zu dem Brunnen getrieben habe. Und vielmals sind sie halt im Brunnen nicht mehr gepumpt. Das war dann nicht gut im Winter. Dann mussten wir schnell rausnehmen und abtragen. Und wieder. Und dann. Aber nein, es ist unglaublich.